Ja, ich lache nur wegen Chat. Alles okay, genau. Hier lassen wir die Bahn dann oben fahren, dass man sie auch ein bisschen sieht. Hier muss sie rüber, weil das kann sich nicht kreuzen. Und hier geht es dann wieder runter. Das ist schon witzig. Und wir können sie auch da anknipsen. Das geht natürlich auch. Also wir können auch sagen, hier, geh auch hier runter. Und knips die da an. So, und dann haben wir alles angeknipst. Dann sieht das aus, als wenn hier ein kleiner Tunnel ist. Für das, aber das ist zwar auch so, aber prinzipiell ist es da eher mit angeschlossen. Eine sehr interessante Kombination. Das heißt auch, der Zug kann jetzt in Kreis fahren. Das heißt, der Zug kann in Kreis fahren. Wir könnten unsere erste Kreisbahn machen. Oder eine größere Route. Und ich bekomme schon wieder Freundesanfragen in Steam. Leute, bitte, wirklich, ich kann nicht jeden bei Steam annehmen. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich werde sie leider ignorieren. Nichts gegen euch, nichts gegen irgendjemanden, aber ich kann da wirklich nicht jeden annehmen. Das funktioniert nicht. Da verliert man Überblick. Das Thema hatten wir vorhin, glaube ich, am Anfang des Streams. Ja, ich würde mal sagen, das sieht gut aus mit den Zügen. Das wird hier der Mittelpunkt der Karte wohl werden, so wie es aussieht. Was schön ist, ist, sie kommen Richtung Stadion. Am liebsten hätte ich ja den Bahnhof noch näher ans Stadion. Der Alles Tom schreibt, ich kann Miniaturwunderland empfehlen, weil dort letztes Jahr war und es war einfach mega. Aber ich will da nichts weiteres sagen, damit du dich überraschen lassen kannst. Ja, danke schön. Das ist auch eine nette Sache, dass da auch dran gedacht wird, dass andere ihre Freude haben. Dankeschön. Finde ich sehr umsichtig. Wobei ich da, glaube ich, sogar so ein VIP-Ticket gebucht habe. Also, da gibt es irgendwie so eine spezielle Führung und die habe ich mitgebucht. Ich wollte das mal alles sehen. Also, das ist dann, glaube ich, nach Feierabend kriegt man da so eine spezielle Führung, wo man dann unter diesen Dingern krabbeln darf und. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das wird schon cool. Ja, hier der Verkehr wegen dem Bahnhof. Ich wusste, dass der Bahnhof Probleme machen wird. Das war mir klar, wenn der hier vorne steht, aber es ging ja nicht anders. Alternativ müssten wir mal gucken, ob wir den Verkehr nicht anders umleiten, damit sich das hier so ein bisschen entlastet. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den hier runtergehen lassen und der kommt hier raus. Dann würde sich hier alles verteilen. Oder hier meinetwegen, müssten wir mal gucken. Da ist ja alles möglich. Denn das Problem ist, die fahren ja alle zum Bahnhof rein und dadurch kommen die hier nicht durch. Das hat hier keinen Sinn mehr. Das heißt, wir werden jetzt das Ende mal kappen hier. Hier ist jetzt mal Schluss. Wir lassen die da alle noch ordentlich reinfahren. Und dann gucken wir mal, wie wir das umgestalten. Denn so ist das ja schon ein bisschen problematisch. Olli fragt, ob er Lust hätte, Formel 1 zu zocken. 17 Leute. Also generell spiele ich das auch sehr gerne. Wie gesagt, das Zeitliche ist das Problem und ich habe kein Lenkrad und keinen Controller. Ich würde mit Tastatur spielen und würde gegen Leute, die einen Controller haben, schon den kürzeren ziehen. Und gegen die, die ein Lenkrad haben, würde ich einen noch kürzeren ziehen. Und ich glaube, das würde mich nicht so langzeit motivieren. Aber wie gesagt, das Zeitliche ist halt auch schon ein Problem. Ja, dass ich meistens zu den Zeiten kann, Wochenende geht gar nicht. Und, das ist dann immer ein bisschen problematisch, eh mit solchen Verabredungen. Das muss man natürlich alles berücksichtigen. Komm, ich mach das weg. Ist mir jetzt egal. Sollen die da schweben, sich auflösen oder was auch immer. Und dann machen wir das nochmal neu. Warum ist das unterirdisch? Danke. So, dann soll es hier runtergehen. Das ist ja auch richtig. Wow, selbst das geht noch, okay. Nee, geht nicht zu steil. Wir machen das einfach so. Wir machen es einfach so, die fahren da jetzt lang. Und es wird auch schon gleich angenommen, also das passt. Hallo Nuke!
bist auch wieder da. Dein Weg ist auch noch da. Dein Hügel ist da. Nein, du hast nichts verpasst. Alles in Ordnung. Wir haben zwar wirklich heute viel gebaut, also mehr gebaut als gequatscht. Das war ja gestern genau umgekehrt. Arber, Rababer. Ja, im Großen und Ganzen, wir streamen jetzt schon, keine Ahnung wie lang, 2 Stunden. Ja, ein bisschen was ist verpasst worden. Aber alles im grünen Bereich. So. Ja, dann gucken wir mal, ob das hier angenommen wird. Das wäre ja ganz toll. Die ersten Autos fahren da schon lang. Ja, wir müssen mal gucken. Da müssen wir natürlich schauen. Kommt hier auch aus dem Berg raus. Hier ist ja auch nichts. Hier liegen voll die Baumaterialien rum. Okay. Bergbaulösungen. Okay. Also das ist auch schon Industrie. Ja, und da kommt der erste LKW durch. Sehr schön. Warum flackert das so? Ich will doch nur in den Schornstein rein, aber kommt man nicht rein. Alles okay. Ja, die Straße wird noch nicht so goldrichtig angenommen. Ich hoffe, das wird sich ein bisschen verbessern. Viele fahren jetzt wieder hier rüber. Da müssten wir mal gucken, dass das hier jetzt nicht zu voll wird. Wobei, hier können auch die Ampeln eigentlich weg. Muss man ja auch mal sagen. Die brauchen wir hier gar nicht. Ampeln aus. Da können die so fahren. Ha, Olli schreibt nichts. Nichts verpasst. Naja, so will ich es jetzt nicht sagen. Wir haben schon viel gemacht. Ich kann es ja mal grob zeigen, was wir gemacht haben. Also wir haben schon einiges gemacht, auf jeden Fall. Das eine oder andere hast du jetzt vielleicht gerade schon gesehen. Angefangen haben wir hier mit den Staudammen. Was ist... Hier, der Fabian fragte, was der Meinung aller... Das nächste... jetzt nochmal. Was ist der Meinung aller nach der nächste DLC? Oder was würdet ihr euch wünschen? Ja, ich lasse jetzt mal die anderen schreiben, bevor ich mich äußere, damit ich hier niemanden beeinflusse. Wir haben übrigens den Staudamm, den dritten hier gebaut. Wassermäßig sieht man auch, das läuft. Wir haben jetzt einen 3-Schluchten-Staudamm. Wir haben hier oben ein bisschen ummodelliert, könnten wir jetzt auch noch weitermachen, um den Fluss hier zu entlasten. Man sieht, wie der Wasserpegel schon massiv gesunken ist und wir könnten auch das ehrlich gesagt hier jetzt schon reinsetzen. Da können wir den so hinsetzen, dann machen wir da die Leitung ran. Und ja, dann entlasten wir das hier oben alles. So ist das gedacht. Und hier ist ordentlich Gefälle drin, das heißt, das Wasser fließt hier auch gut ab. Man sieht, dass hier auch einzelne Steine gucken raus, also ein bisschen Deko-Elemente sind da. Wir haben eine Schutzmauer, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Weil der Pegel ist hier so gefallen, man sieht hier schon grün kommen. Und ja, ich warte mal, der Fabian hatte die Frage gestellt, zwecks der DLCs, ich warte einfach noch ein bisschen ab, noch hat keiner was geschrieben. Ich werde dann da schon gleich drauf eingehen, wenn keiner was sagt, aber das Formulieren in Textform dauert ja auch ein bisschen, falls Leute was schreiben. Ja, und dann läuft das hier so, perfekt. Und hier ist es jetzt noch weniger Wasser geworden. Der Pegel sinkt und der wird hier auch sinken. Und damit haben wir hier keine Überflutungsgefahr mehr. Ist natürlich auch schwierig, was man sich für ein DLC noch wünschen könnte. Es gibt es schon sehr viele. Und City Skylines 2, schreibt Olli. Ja, ich finde das Spiel ist gut. Man könnte da sicherlich noch 2, 3 DLCs bringen, die es verbessern. Also ich würde mir die Möglichkeit, ich sag's jetzt einfach mal, ist ja ein bisschen Zeit vergangen, ich würde mir die Möglichkeit wünschen, den Verkehr ein bisschen noch besser regulieren zu können. Dass ich einfacher sehe, ich muss jetzt hier anklicken. Da sehe ich aber gar nicht, wo zum Beispiel die Leute wohnen, hinwollen. Das geht mittlerweile, das haben sie hier mitgemacht, fällt mir gerade ein. Da sieht man dann, wo die Leute hinwollen. Doch, das geht sogar schon. Ja gut, für die ist das sogar super, darum kürzen die da auch ab. Ja, dass das noch ein bisschen vereinfachter wird oder so, dass ich mir das so, weiß ich nicht, so anders dargestellt sehe.
Nein, ich glaube auch City Skylines braucht keinen zweiten Teil, weil, also aktuell nicht, in den nächsten 3-4 Jahren nicht. Man kann das noch aufwerten. Vielleicht noch neue Verkehrsmöglichkeiten, das wäre auch ganz interessant. Wobei wir auch noch den Zeppelin-Flug haben, den haben wir ja noch gar nicht, den können wir auch nochmal einsetzen. Nuke muss kurz weg. Alles okay, ganz easy. Und so ganz genau weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was man sich für den nächsten Teil DLC wünschen könnte. Es gibt es mittlerweile mit den Zeppelin, dies, das, jenes. Die Seilbahn finde ich sehr cool. Die haben wir hier auch schon sehr coole Möglichkeiten. Ja, eine Multiplayer wäre schwer umsetzbar, glaube ich, lieber Olli. Das ist ein bisschen problematisch. Jeremy fragt, ob ich Bock habe, WoW zu zocken. Nee, ich habe keinen WoW-Account. Das hat nur der Philipp und der kann gerade gar nicht. Nee, also kann ich gar nicht spielen. Andreas, ein Online-Modus. Ja, aber die Frage ist, wie setzt man diesen Online-Modus um? Wenn ich hier was baue, baust du dann da auch? Oder sagt man sich, jeder bekommt hier von diesen Feldern, keine Ahnung, es gibt insgesamt, sagen wir mal, diese 25 Felder. Machen wir halt 24, lässt sich halt besser durch 2 Spieler teilen, durch 4 Spieler teilen und so weiter. Dass das dann geteilt wird, dass man sich die einteilen muss oder so, das ist ja die Frage, wie man das umsetzen will. Der Stream ist nicht offline, lieber Olli. Der Nuke schreibt, der Andrea schreibt auch, er ist on. Ich selber sehe ihn auch. Also ich sehe den Stream auch. Ja, keine Ahnung, was da das Problem ist. So. Dann gehen wir da mal wieder zurück. Okay, komm gleich wieder, schreibt da. Ja. Jeremy versteht's. Ich schäme mich, dass ich 100 Stunden in SimCity 2013 verbracht habe und nur 51 in Cities, schreibt ShineGuy. Ja, SimCity ist gegen dieses Spiel ein Fliegenschiss. Und Jeremy, wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, wir spielen gerade Livestream City Skylines. Du hast gefragt, ob ich WoW spielen will. Nein, das geht nicht. Erstens bin ich gerade live drauf, zweitens besitze ich dieses Spiel nicht. Der Philipp, der hier auf dem Kanal so ab und an mal ein paar Videos macht, der hat das. Aber der hat heute keine Zeit, soweit ich weiß. Bau doch eine Zeppelin-Runde, Stadtrunde. Ja, alles Tom schreibt, wir sollen mal so eine Zeppelin-Runde bauen. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Die Frage ist natürlich, ich wollte es eigentlich von diesem Hügel hier, von unseren Königsfelsen, hier rüber zu den Hügel so einen Zeppelin dann machen. Hier oben bauen wir dann oder so. Das Problem ist nur mit so einer Zeppelin-Runde, sieht das schön aus, wenn der durch die Stadt fliegt? Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal probieren. Fabian schreibt, Multiplayer würden sich alle wünschen. Petition starten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man das vernünftig umsetzen will. Ja, die Idee, einen Multiplayer zu haben, ist gut. Wie es umgesetzt werden soll, ist mir ein Rätsel. Andreas schreibt, nein, einfach Städte nebeneinander als Grundstücke. Ah, okay, das würde natürlich gehen. Die Frage ist, wie groß ist es? Letztendlich fängt es natürlich an zu ruckeln. Also, das ist ja quasi alles, was man freischalten kann, was wir hier haben. Das wäre alles, was sich 2 Spieler teilen müssten. Das Problem ist, je mehr man bebaut, je mehr Autos da sind, je mehr Fußgänger da sind, darum ist das ja extra so limitiert, je eher fängt es halt an zu ruckeln. Und ja, Olli ist wieder da. Hallo Olli, schön, dass du wieder zurück bist. Also das ist halt ein bisschen schwierig. Aha, hier ist ein Flugzeug. Ein Flughafen könnten wir bauen, wir haben doch gar keinen Flughafen. Wir haben doch hier den Bahnhof, dann lasst uns doch am Bahnhof hier im Flughafen hinsetzen. Und dann machen wir eine Straße, die hier oben rüber geht, so ein Fußweg oder so, so Radweg. 18, hast du immer noch vergessen, den Mod für mehrere... ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich musste jetzt gerade 2-mal lesen, was du damit meinst. Du meinst hier, dass ich, ja. Ja, ich habe ihn noch nicht geladen, aber wir brauchen ihn ja auch noch nicht. Ja. Momentan bauen wir hier noch fleißig und wir werden auch sicherlich in den nächsten Tagen hier erstmal weiterbauen, aber ich kann ihn mir vorsorglich ja schon mal runterladen. Wir müssen mal schauen. Ich will mal gucken, wie groß ein Flughafen ist.
Das ist ein Flughafen, ein internationaler Flughafen, ein Zeppelin-Depot. Zeppelin-Haltestelle. Ja, ich würde mal sagen, wir bauen hier ein International Airport. Wie geht der daran? Dieser Ort ist bereits belegt. Tu was für dein Geld. Dreh dich, du olles Ding. Wie dreht man denn hier Sachen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Warum? Ah, okay, mit der rechten Maustaste. Alles okay. Die Frage ist, dieser Ort... Gefälle zu steil? Also rein theoretisch gesehen, müsste ich den doch hier irgendwo hinstellen können. Aber wenn das nur mit dem Gefälle ist, das können wir anpassen. Das kriegen wir hin. Olli schreibt Steam schon wieder offline. Nee, da ist irgendein Fehler bei dir gerade. Ja, oder dass jeder neuen Felder bekommt und dann handeln. Das geht natürlich auch. Das Problem ist, das müsste dann eine separate Welt immer sein, dass man mit Nachbarn handelt. Weil wenn ich mir vorstelle, jeder hat 9 Felder und du spielst es mit 4 Leuten, dann hast du 36 Felder. Das bedeutet überall Bewegung, Interaktion. Das bedeutet, er muss berechnen, was die Spieler klicken. Er muss jede Kameraführung berechnen. Ich glaube, da bricht das zusammen. Da müsste man einzelne Städte haben. Und das ist die Frage, ist der Multiplayer dann noch so attraktiv nur wegen den Handeln? Dann könnte man das vielleicht auch simulieren, dieses Handeln. Ja, ein Flughafen, schreibt der Nuke. Baue einen riesigen Stadtflughafen. Wie Berlin... TXL, soll das Tegel heißen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall baue ich nicht den BER, das steht schon mal fest, weil dann wären wir hier nie fertig. Der Flughafen wird auf der Insel bauen. Das sieht so geil aus. Wir haben hier keine Inseln. Es gibt es hier de facto keine Inseln. Ich habe hier die künstliche Insel, aber die ist viel zu klein für so einen Riesenflughafen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, der Flughafen ist zu mächtig, der passt hier nicht rein. Und selbst der Kleine ist sehr problematisch. Ich müsste das sehr viel zurechtprügeln. Also mit der Insel, das tut mir leid, lieber Fabian. Ich würde es gerne machen, aber das ist bei der Karte halt schwer möglich. Hier unten gibt es sogar Schiffsverkehr, okay. Gut zu wissen. Ja, das ist schwierig. Ich weiß auch nicht so ganz, wo wir das hinstellen sollen. Wir müssen erstmal die Karte ein bisschen angleichen. Das ist das Grundproblem, was wir gerade haben. Wir müssen hier auf eine Höhe in etwa kommen. Plus, minus ein bisschen was, ist ja klar. Aber prinzipiell ist das zu steil hier. So, jetzt können wir mal gucken, ob das schon reicht. Oder ob wir da ein bisschen nachbessern müssen. Gefälle zu steil. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier in diesem Fluss wäre es natürlich wirklich nicht schlecht. Aber wo ist das zu steil? Warum sagt er mir das nicht? Warum bist du zu steil? Wo denn, mein Freund? Wo denn? Falsche Taste. Ich denke mal hier. Und dann müssen wir das hier alles ein bisschen ebnen. Da machen wir einen International Airport. Du hast genug Asche, um eine Insel zu erstellen. Ja, das geht natürlich auch, aber wollten wir hier nicht mitten in der City alles haben? Und dass wir hier so einen fetten Flughafen vielleicht noch am Bahnhof haben, dann könnten wir hier eine Straße, so einen Fußgängerüberweg rüber machen, der direkt zum Airport geht und zu diesem Hauptbahnhof. Und dann sind die Leute ratzfatz hier bewegt und sind gar nicht mehr darauf aus, letztendlich mit dem Auto zu fahren, weil die Anbindung mit Flugzeug und dergleichen so viel besser ist. Also klar kann ich eine Insel schaffen, ich kann auch darum einen Wassergraben machen, das ist alles kein Problem. Nur die Frage ist, ob das so Sinn macht. Also wenn, könnten wir die Insel am besten hier machen, wobei ich finde, wir haben nicht genügend Wasser, dass das schick aussieht und ich wüsste nicht, wie ich künstlich Wasser herbekomme. Das ist die Frage. Darum bin ich immer noch dafür, dass es hier in der Nähe von Hauptbahnhof ist.
Aber da können wir vielleicht auch mal abstimmen. Vielleicht bin ich da ja auch völlig auf dem Holzweg und ihr sagt, ne, 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 lass das. Dann, wie gesagt, müsst ihr mal gucken. Im Endeffekt ist es ja ein Gemeinschafts-LP und dann müssen wir halt gucken, dass wir das auch gemeinschaftlich lösen, diese Frage. Also soll ich eine Insel irgendwo aufschütten, dann könnte ich das unten im Meer vielleicht machen, da würde das Sinn machen. Oder soll ich es hier beim Bahnhof hinbauen? Weil mit Insel heißt natürlich, es muss viel Wasser da sein. Das wäre dann hier der Fall. Dann würde ich den Flughafen irgendwo hier reinsetzen müssen. Was natürlich theoretisch geht. Ich kann hier eine Insel aufschütten und dann stelle ich hier den Flughafen hin. Olli will den auch nicht eine Stadt haben. Also als Insel würde es aber nur hier gehen. Das ist klar, ne?